Ein absoluter Topspot für Schleie soll das hier sein. Das testen wir doch mal direkt, ob hier die Schleie auch richtig gut reingeht oder ob wir hier nur Beifang haben. Und da zuppelt es auch schon weiter links und rechts und auf allen Routen. Und ja, natürlich haben wir hier auch ein bisschen Beifang. Aber wir haben hier hauptsächlich Schleien. Und zwar richtig schön große Schleien. Zack, die nächste hier läuft. Das soll so sein. Bis hin zu großen Trophies. Naja, von der Schleie. Also ich bin super gespannt. Ich habe das jetzt gerade in der Nacht ein bisschen probiert. Und vorhin im Stream sagte die Sarah, allen Trophies ohne Ende, Schleien-Hotspot, da geht ein bisschen was. Und es sieht tatsächlich so aus. Und zwar war sie hier an der Stelle nur ganz simpel mit Maiskorn. Ja, und wie das nun mal so ist, ich habe gerade ein bisschen getestet mit Maiskorn, hatte einige Giebel auf Maiskorn und habe mir gedacht, nee, Alden, da gehen wir ein bisschen größer rein. Da gehen wir ein bisschen dicker rein. Pah, und sofort geht das los und es sieht schon, naja, sieht auch ganz gut aus. Fing halt direkt an mit 3,2, ne? Dicke, fette Schleie und dann, wie gesagt, mehrere Giebel einfach nur auf Maiskorn. Und jetzt mittlerweile bin ich hier wieder auf Snowman Rig. Ich bin auch zurzeit ganz zufrieden mit dem Snowman Rig. Einfach, weil das Snowman Rig die Vorteile vereint, die wir gerade hier am Kupfersee suchen. Ganz häufig funktioniert am Kupfersee ein Maiskorn, also Mais only. Und genauso häufig funktioniert auf klassischer Haarmontage Soluble, auflösende Boilies. Geht auch richtig gut. Und weil das ja beides so gut geht... Oh, 3 Kilo. Way. Einfach nur auf Maiskorn. Eieiei. Weil ja beides so gut geht, vereint hier quasi das Snowman Rig, Pop-Up und sinkende Boilies. Und schon können wir hier ordentlich Gas geben. Also ihr seht, die Frequenz ist schon gut da. 13 Minuten. 12 Fische. Passt. Und da vorne zuppelt schon der nächste. Und hier ist sogar schon einer dran. Also es geht. Oh, Karausche ist jetzt, war bisher neu, war noch nicht bis jetzt drin. Also es sieht gut aus. Und das Schöne ist, der Spot ist auch noch nah am Start. Gucken wir mal eben, wo wir hier sind. Also, das ist die Stelle direkt am Anfang hier. Also gar nicht weit laufen. Wir starten hier, laufen ein paar Meter hier halb um die Kurve und dann raus mit den Ködern. Hier ist schon wieder mächtig Action. Also weiter rausziehen. Ja, solange das so ist, ist das natürlich alles schön. Die Frage ist natürlich, wie lange ist das so? Denn wir haben schon wieder bald Wassertemperaturwechsel. Wir hatten jetzt gerade erst den Wechsel der Wassertemperatur auf warm und jetzt zeichnet sich schon wieder ab normal. Tja, und bis das Video draußen ist, ist hier wahrscheinlich wieder normal. Bedeutet also, auch ich werde das morgen direkt wieder testen. Wir können es gemeinsam testen. Schmeiß einfach rein die Köder, schreib in die Kommentare, was bei dir so lief, ob da noch was lief und welche Köderkombi am besten war oder welche Montage am besten war. Geht es bei dir mit Pop-Up einfach nur Mais oder testest du auch mit Snowman Rig und wie ist deine Erfahrung zum Snowman Rig? Oha, auch hier wieder, einfach nur Mais, schön großer Brocken. Ist es die erste Trophy? Oh, das sieht doch so aus, oder? Knapp. 3,5 wieder, knappes Ding. Hammer. Also es scheint tatsächlich richtig gut zu gehen, auch einfach nur auf Maiskorn. Da muss man gar nicht so groß rein. Und es ist durchaus, nächster Brocken, durchaus möglich, Alter, dass man hier einfach nur auf Maiskorn eben auch noch eine bessere Frequenz hat. Das ist natürlich auch nicht so schlecht. So,
Aber ihr seht, es läuft richtig, richtig gut. 16 Minuten jetzt hier. Eben an der City gucken. Guck mal, die haben wir hier sogar schon drin. Nach Gewicht sortieren. Zack, haben wir die ersten 12 Silber schon parat. Das haben wir jetzt hier gerade noch nicht. Und bis jetzt hier 135 Silber in 15 Minuten. Das kann sich wirklich gut sehen lassen. Richtig, richtig nice. Schnell wieder zurück. Und dann gucken wir natürlich gleich auch nochmal in das Setup rein und in die Futtermische. Und was fehlt noch? Ah ja, der Clip, wo ich gerade hier so zuklippe. 8 Meter nur. 8 Meter nur. Ganz kurz rausgeworfen. Zack, hier vorne hin. Aber auch das ist natürlich jetzt die nächste Variable sozusagen. Wenn jetzt gleich das Wasser anders ist oder in wenigen Stunden, wie weit werfen wir dann aus? Werfen wir ein bisschen näher, lassen wir es auf 8 Meter, gehen wir ein bisschen weiter. Auch das muss getestet werden. Also nicht stumpf einfach nachmachen und sich dann wundern, dass nichts funktioniert. Angeln, selber aktiv werden, ausprobieren, testen, testen, testen. Und jetzt gucken wir nochmal eben schnell in die Setups rein. Also ich bin hier mit Grundsetup Light unterwegs, also maximal einer 3000er Rolle. Das Ganze jetzt hier gerade auf 18 Kilo Vorfach. Ich könnte sogar noch ein bisschen kleiner reingehen. Mit 13 sollte auch absolut reichen. 1er Haken. Und hier jetzt, wie gerade schon gesagt, auf Snowman Rig mit sinkendem Boilie Soluble und mit Cream, also ganz normal Pop-up Maiskorn als Sahne. Und dann natürlich Cream als Dip. Und das Ganze haben wir hier auch nochmal drauf. So. Oh, der erste Karpfen. Lederkarpfen, ja, ne? Jawohl, auch gut. So, direkt wieder raus. Bisher noch nichts Exotisches. Und das dritte Setup haben wir hier. Also zweimal das Snowman Rig und einmal klassische, dieses klassische Pop-Up Rig mit einfach nur Maiskorn. Und einfach nur mit Cream, einfach nur Sahne. Also ganz, ganz, ganz simpel, nichts Besonderes. Und raus damit auf 8 Meter Entfernung. Irgendwo ist schon wieder was dran? Nee, sah nur gerade so aus, hat ein bisschen gezuppelt. Also, so sieht es aus. Dann brauchen wir jetzt eigentlich nur noch das Futter. Wo haben wir es? Mal eben gucken. Ja, zieh mal hier einfach nochmal eben kurz die Schleie oder den nächsten Fisch eben raus. Und dann machen wir hier einfach nochmal ein Päckchen Futter drauf und gucken auch direkt rein in die Futtermische. Das Schöne hier an der Stelle, man kann einfach von Hand auswerfen. Ne? Man braucht kein PVA oder sowas, sondern hier könnte man auch, wenn man PVA noch nicht machen kann, so einfach so auswerfen. Na, guck, ein kleiner Giebel. Also wird Zeit fürs Nachfüttern und wir gucken mal eben wieder nach Sahne. Sahne, Kupfer, hier haben wir es. Das ist an für sich auch meine Sahne 100% Mische, denn wir haben hier passend für die Schleie Mais als Basis, dann Sahne Feed Pellets 8, süße Sahne Feed Pellets 6. Wichtig, hier wieder der geschredderte, sinkende Boilie Soluble, der nochmal eine größere Wirkung entfaltet, wenn er quasi geschreddert wird. Das ist die einzige Boilie-Variante, die nochmal einen Bonus hat, auch wenn es geschreddert ist. Pop-up hat keinen Bonus, normal sinkend hat keinen Bonus. Aber wie gesagt, Crushed Boilies, Soluble haben nochmal einen Bonus, nochmal eine größere Wirkung. Mais haben wir natürlich mit drin, denn wir angeln gerade aktiv mit Mais. Und Cream, also Sahne, nochmal als Aroma. Und dann ist das die ultimative Sahne-Schleien-Futtermische, würde ich fast sagen. So, nehmen, direkt wieder raus. Und damit kann es, glaube ich, weitergehen. Ne? So weit, so gut. Ja, hier hat es gerade noch gezuppelt. Wir lassen es da weiter zuppeln. Ich ziehe jetzt hier noch weiter durch. Wir werfen natürlich nochmal kurz einen Blick in den Kescher rein und dann haben wir es hier. 19 Fische, 20 Fische, einen hatte ich gerade verkauft. 177 plus 12, also 190 Silber in 20 Minuten. Das schmeckt richtig,
Noch keine Trophy, aber ich bin mir sicher, die ballern da gleich noch rein. Wenn es dir gefallen hat, Daumen da lassen, Kanal abonnieren nicht vergessen, hilft mir mega. Und dann sehen wir uns im nächsten Video oder im Livestream montags, mittwochs und freitags ab 19 Uhr. Petri.